Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe in den letzten Wochen so verfickt viel Skyrim gespielt, um das Footage zu bekommen, dass wenn ich Steam öffne, mir schlecht wird. Ich brauche eine Ablenkung. Irgendwas. Ponys. Ich habe gehört, im Finale der sechsten Staffel sollen die Changelings wieder auftauchen. Die Dinger sind wirklich cool. Also schauen wir mal rein. Was zur Hölle ist gerade passiert? Habe ich gerade in einer Kinderserie erlebt, wie eine komplette Spezies als bösartig dargestellt wurde und nur durch eine ethnische Reinigung gut werden kann? In My Little Fucking Pony. Wie kann es sein, dass jeder verdammte Fanfiction-Schreiber es besser hinbekommt? Dieselben Fanfiction-Schreiber, die Klopp erfunden haben. Eigentlich könnte ich jetzt Eule dazu zwingen, irgendwas zu vertonen, damit das Ganze halbwegs lustig wird, aber sie war gerade beschäftigt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das erklären muss, aber wenn es gelernten Skriptschreibern passiert, kann es jedem passieren. Ethnische Säuberungen sind schlecht, und wenn ihr das in eure Runden einbaut, behandelt es nicht, als hätte der Weihnachtsmann euch ein Geschenk gebracht. Behandelt es wie der Genozid, der es ist. Und behandelt die Typen, die den Genozid durchführen, als die Arschlöcher, die sie sind, und behandelt sie nicht wie Helden. Und wenn wir gerade dabei sind, behandelt Orks nicht als bösartig, nur weil es Orks sind. Orks werden nicht böse geboren. Die wenigsten Wesen werden gut oder böse geboren, außer vielleicht Engel und Dämonen. Wesen sind gut oder böse, weil sie so erzogen werden, weil die Umstände sie dazu zwingen, das zu tun, was sie tun. Ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, achtet einfach ein bisschen darauf, dass ihr nicht so endet wie My Little Pony.